Kann Bitcoin verboten werden? Und welche technischen Hürden wären bei einem Verbot zu überwinden? Wie real ist ein Verbot? Generell kann ein Staat alles Mögliche verbieten. Die Umsetzung eines Verbotes gestaltet sich aber zum anderen auch aufgrund der Entwicklung eines schwarzen Marktes als schwierig. Der gesamte Kryptomarkt entspricht zurzeit etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Spanien oder Südkorea im Jahre 2019. Ein Verbot von Kryptowährungen würde die darauf aufgebaute Industrie in Länder verlagern, die sich deutlich offener gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen verhalten. Das bedeutet, ein Verbot ließe sich technisch nur umsetzen, wenn dieses weltweit gültig wäre. Und im kleinen Maßstab merken wir bereits in der EU, wie schwierig es ist, Einigkeit unter mehreren Staaten gleichzeitig zu erlangen. Obwohl oder gerade weil Bitcoin keinen Bezug zur physischen Welt braucht, kann es auch nicht konfisziert werden. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Artikel der FAZ, wo dies etwas genauer dargestellt ist. Bitcoins existieren also nicht in der Realität, man kann es nicht wegnehmen. Stattdessen handelt es sich bei Bitcoin um ein globales und dezentrales Netzwerk, das dann mit dem Verbot auch global abgeschaltet werden müsste. Da Bitcoin dezentral ist, gibt es auch keinen Hauptsitz oder keine Firma, die potenziell durchsucht, gestürmt oder geschlossen werden kann. Die auf Bitcoin basierende Technik, die sogenannte Blockchain, kann sich selbst jederzeit reproduzieren und das bedeutet, jede Kopie müsste auf jedem Speicher auf der Welt gleichzeitig vernichtet werden, um ein globales Verbot von Bitcoin durchzusetzen. Vor kurzem habe ich auf Fossbytes gesehen, dass die neue Generation von MicroSD-Karten bis zu 512 GB speichern kann. Das entspricht in etwa der doppelten Menge an Speicherkapazität, die für die Bitcoin-Blockchain zurzeit notwendig ist. Das bedeutet, die Regierungen der Welt müssten jegliche Speichermöglichkeit von der Größe einer MicroSD-Karte überall weltweit gleichzeitig vernichten, um ein Verbot von Bitcoin wirklich umsetzen zu können und zu verhindern, dass sich die Bitcoin-Blockchain irgendwo auf der Welt noch einmal wieder reproduziert. Darüber hinaus ist Bitcoin ein Protokoll, also eine Art Computersprache. Jede Möglichkeit, sich auf der Protokollebene zu äußern, müsste ebenso verboten und abgeschaltet werden. Das heißt, das komplette Radio, kein Internet, keine Satelliten, keine SMS müsste weltweit alles gleichzeitig abgeschaltet werden, denn eine Transaktion in Bitcoin wird in dem Netzwerk als Hexcode verbreitet. Hier sehen wir zum Beispiel auf der rechten Seite die Ausführung einer Bitcoin-Transaktion als Computercode, welche selbst dekodiert ist. Das Ergebnis, was verbreitet wird, ist dann hier unten diese Darstellung AE75 und so weiter. Dieser Code enthält quasi die Menge an Bitcoins, die transferiert werden, die Sender, die Empfänger, die Mininggebühr etc. Und wie will eine Regierung weltweit verbieten, dass ich diesen dargestellten Hexcode ausspreche? Zumal ja dann auch noch klar sein müsste, dass es sich um den geäußerten Hexcode tatsächlich um eine Bitcoin-Transaktion handelt. Also, wenn den Regierungen praktisch es nicht möglich ist, ein Verbot umzusetzen, was könnten sie denn dann gegen Bitcoin unternehmen? Und das sehen wir uns im nächsten Video an. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.